Über die Entstehung abiotischer Kohlenwasserstoffe urteilen die einzelnen Wissenschaftsdisziplinen unterschiedlich. Für Ölgeologen ist sie undenkbar, für Chemiker wahrscheinlich und Astronomen entdeckten selbst auf einem der Saturnmonde Meere aus Methan. Aber dieses ist längst mehr als ein Streit unter Wissenschaftlern. Da sind nationale Interessen involviert, die eine sehr, sehr große Rolle spielen. Die Angst vor schwindendem Öl ist längst zur Tragik vieler Ölländer geworden. Die meisten Kriege, die wir in den letzten Jahren geführt haben, besonders im Mittleren Osten, gingen alle ums Öl. Nicht um Freiheit, nicht um Demokratiebildung. Wir Amerikaner verstecken uns nur hinter solchen Doppelstandards. In Russland stellen die Wissenschaftler derweil etwas Außergewöhnliches fest. Zwischen Wolga und Ural liegt das Elefantenfeld Romaschkino in einer brüchigen Erdmantelzone. In den 80er Jahren brach nach jahrzehntelanger Ausbeutung die Förderung einiger Quellen vollständig zusammen. Dann tauchte plötzlich neues Öl auf. Was hatte sich dort unten abgespielt? Unterhalb des großen Ölfelds sind tiefe Brüche zwischen Erdkruste und oberem Erdmantel. Es ist ein riesiger Kanal. Er hat einen Durchmesser von 100 bis 150 Kilometer. Die Provinz Tatarstan, in der das Romaschkino-Feld liegt, wurde genauer untersucht. Im Zentrum ist auffällig starker Magnetismus messbar. Auch höhere Temperaturen deuten auf tiefe Spalten bis zum Erdmantel hin. Das frische Öl aus dem Romaschkino-Feld hat eine andere Konsistenz als das alte. In Tatarstan wurden bis heute 3 Billionen Liter gefördert. Das sind 4-mal mehr, als nach biologischer Erklärung hätten sein dürfen. Zur kritischen Begutachtung wird eine Probe an das Institut für Meeresforschung nach Oldenburg gesandt. Hier ist das angeblich abiogene Öl aus Russland. Riecht ganz normal, sehr intensiv nach sehr schwefelhaltigem Erdöl. Sehr zähes Erdöl. Der Leiter des Instituts, Jürgen Rullkötter, übernimmt selbst die Untersuchung. Es fehlt noch der wissenschaftliche Standard, um abiogenes Öl identifizieren zu können. So arbeitet er mit einer Umkehranalyse und sucht nach biologischen Spuren, die im abiotischen Öl nicht auftauchen dürften. Der Chromatograph soll dieses Mal fossile Algenreste aufspüren. Algen entwickelten bereits vor hunderten Millionen Jahren komplizierte Membranen. Die darin eingebetteten Kohlenstoffmoleküle sind zu komplex, als dass sie außerhalb lebender Zellen vorkommen könnten. Ein paar dieser sogenannten Biomarker tauchen auf. Organismen produzieren sehr spezifische Inhaltsstoffe, besonders wenn es um Membranen geht. Sie machen ringförmige Strukturen, die man durch rein thermische chemische Synthese nicht erzeugen kann. Ich kann es nicht glauben, dass das abiogenes Öl ist. Alles, was wir analysiert haben, deutet darauf hin, dass es ein völlig normales Öl ist. Die Biomarker sprechen gegen die abiologische Erdölentstehung. Ist der Traum vom nie endenden Rohstoff ausgeträumt? Es gab bereits sorgfältige Untersuchungen aller Moleküle, die im Erdöl vorkommen.
Da gibt es Moleküle, die eindeutig biologischen Ursprungs sind, aber auch welche, die nicht biologischer Natur sind. Solche Analysen beantworten die Frage nicht. Wenn das Öl in der Tiefe ohne biologische Prozesse entsteht, auf dem Weg nach oben gibt es Bakterien, die sich vom Öl ernähren. Wir wissen, dass Bakterien in vielen Kilometern Tiefe vorkommen. So könnten biologische Spuren so oder so ins Öl gelangen. Ungeachtet aller Skepsis suchen die russischen Forscher weiter nach vielversprechenden Ölgegenden mit tiefen Brüchen. Im Westen gelingen nur 10% aller Probebohrungen. Die russischen Forscher wollen die Erfolgsquote auf 80% erhöhen. Ihre Karten zeigen tiefe Spalten. Wo sich mehrere treffen, könnte Öl einfacher aufsteigen. 90% aller Elefantenölfelder stimmen mit ihren theoretischen Berechnungen überein. Jetzt arbeiten sie an einer Software, um neue vorherzusagen. In diesem Gebiet, aber auch hier, sind vielversprechende Gegenden für gigantische Elefantenfelder. Bei allen Zweifeln an dieser Methode, auch im Westen liegen viele Ölfelder nahe brüchiger Gebirgszonen. Wenn es bereits offiziell heißt, dass die Weltreserven zurückgehen und Ölkonzerne weiter Milliarden für immer geringere Mengen Öl investieren, weshalb geht bis heute kein westlicher Ölkonzern zumindest eine Forschungskollaboration mit den russischen Forschern ein? Auch in Russland blieben bisher die meisten Ölkonzerne auf Abstand. Jedoch seit in Tatarstan so viel mehr gefördert wird als rechnerisch möglich, beginnt auch der Chefwissenschaftler der russischen Ölfirma Tatneft sich zu interessieren. Wir stehen hier mitten im Super-Elefantenfeld Romaschkino. Jetzt experimentieren wir auch daran, tiefe Kanäle zu lokalisieren. Aber noch stehen wir am Anfang, die abiotische Theorie auch kommerziell nutzen zu können. Wenn Öl ein rein biologisches Produkt ist, wie füllten sich die tatarischen Quellen in so kurzer Zeit wieder auf? Bilden sich Öl- und Kohlenwasserstoffe tief im Erdinneren oder ausschließlich biologisch? Es könnte gut sein, dass bei der Frage biologisch oder nicht biologischen Ursprungs des Öls beide Perspektiven stimmen. Aber wir wissen nicht, in welchem Umfang. Wir sollten diese Möglichkeit nicht ausschließen. Wir müssen für jede neue Technologie und jede innovative Idee offen bleiben. Beim milliardenschweren Thema Öl sind Interessenkonflikte Teil des Spiels. Forcieren die Ölkonzerne die Panik vor der Ölknappheit, um Rekordgewinne einzustreichen? Und was, wenn es sich nicht neu in der Erde bildet? Wie lange können wir es uns noch leisten, diesen kostbaren Rohstoff sorglos zu verbrennen?